Deshalb, meine Damen und Herren, lege ich alle meine Funktionen zurück in Partei und Regierung, und zwar mit folgender Struktur und folgendem Zeitplan. Den Parteiobmann in der nächsten Vorstandssitzung, die wir zeitnahe vermutlich am Wochenende einberufen werden, geht es darum, einen geschäftsführenden Obmann zu bestimmen und dann den entsprechenden Bundesparteitag auszuschreiben und abzuwickeln. Das impliziert, und das überrascht Sie natürlich angesichts dieser Situation nicht, aber es ist trotzdem festzuhalten, dass ich nicht als Spitzenkandidat antrete. Das hat aber einen bestimmten Sinn, warum ich Ihnen das sage, weil das die Spitzen der Partei und auch der präsumptive Nachfolger schon monatelang auch wissen. Meine Damen und Herren, damit bin ich der 16. Parteiobmann der Österreichischen Volkspartei, der sein Amt jetzt entsprechend zur Verfügung stellt. Irgendwo, ich fühle mich den Werten verpflichtet, ich fühle mich auch der Tradition verpflichtet. Das ist immerhin der 4. Obmann innerhalb der letzten 10 Jahre. Und schon der leichte Hinweis darauf, kann ein qualitatives Problem sein der jeweiligen Führungskräfte, könnte auch aber ein strukturelles Problem sein oder auch die Notwendigkeit, unser Erscheinungsbild zu überdenken.